Start your week by installing your game plan. Starten wir direkt mal in das erste. Nein, wir simulieren natürlich das Training. So. Natürlich Full Game. So. Ich werde wahrscheinlich gleich hart vermöbelt. So, also vom Dings. So, während ich hier... Tonight, from Seattle, Washington. It's week one so. Of the NFL preseason on EA Sports. Na? So. Jetzt hier aber. Puget Sound, just to our west, you get a look inside Lumen Field here in Seattle, Washington. So, damit wir hier mal auch mal anfangen können. Alles klar, ich muss zuerst kicken. Das, weil ich so null kann, Leute. Das, weil ich so null kann. Ah, verdammt, abgerutscht. Mal gucken, wie beschissen der Kick war. Auch so beschissen war der gar nicht. To not bring this one out. The first drive will start at the 25. The Raiders set to go to work so. Veteran quarterback, and that's Derek Carr. Und was ich auch null kann, ist Defense spielen, ne? Nur mal so am Rande bemerkt. So. Konzept. Man Blitz. Ja, okay, und ich war zu langsam. Naja, da außen bin ich gut. Wunderbar. Na. Na. So. So, jetzt bin ich aber nicht zu langsam. Ah, scheiße, jetzt habe ich gerade nicht geguckt, wo ich bin. Ah, egal. Scheiß drauf. So. So. Jetzt erkenne ich gerade null, wo ich bin. Ach, da bin ich. Da. Ja, gut, okay. Nein. Ja. Also, wie gesagt, Defense spielen kann ich so null, falls das auffällt. Ich kann leider nicht gegen den Philipp spielen, weil der spielt das auf dem PC. Und ich zock das ja über die Konsole. Ne? Deswegen ist es leider nicht möglich. Ja, so. Also wie gesagt, ich werde hier jetzt wahrscheinlich gerade mega rund gemacht. Also, zumindestens... Oh! Verdammt! Nein! Ah, ich hätte ihn fast gehabt. Aber naja. Blind und so, ne?
Nice job there of utilizing his big target, and he didn't overthink it. Understands the catch radius, understands that he knows how to use his body to keep defenders away from the ball, and puts it right out there for the nice pickup. So. So from Seahawk territory now, it's first and 10 at the 30. So Leute. Working from the gun, it's Carr. Ach komm. Nein. Nein, nein, nein. Das, die Scheiße ist, ich sehe aufgrund meiner Maske hier von Twitch leider nicht, in welchem. Naja. Egal. Facing a second and two after that last catch, good for 8 yards. They run it with Jacobs, and he is going to be stopped cold behind the line of scrimmage. Spielt also welches Down wir gerade haben. Aber naja. Egal, egal, wie gesagt, egal. So. Jungs, das wird hier heute ein Massaker. Also gegen mich, meine ich. So. And he is going to have the Raiders first down as they're able to get the third down conversion. Now after the completion, we're going to get a timeout, an injured player. Definitely the last thing you want to see here in a preseason game. So. From the 13 now, they work on first and 10. So. Ah, verdammt. Also, ich bin echt beschissen gerade. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Hab schon ewig und drei Tage nicht mehr gespielt. So, ja. Counterplay with Jacobs, and the result here the same as the last play. Another tackle behind the line of scrimmage by the Seahawk defense. That'll wind up as a loss on the play, so now they're still so. Down at 12. Well, that kind of hit will certainly fire up your team both on the field and on the sideline. Tackles so. For loss yardage, they're always welcome. Ah, jetzt wird er sowieso abgepfiffen. Ich glaube, ich habe mich nämlich über die Line of Scrimmage bewegt. Ah, verdammt. Ah, ich habe nur 3 Punkte zugelassen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Gut. 3 Punkte kann ich verschmerzen, wenn ich gleich einen Touchdown mache. So, it'll remain to be seen how many drives this unit gets in, this being the preseason, but here they start with 3 points. Yeah, I don't know that we'll actually see them anymore. They got 3 points on the board, 1 drive here in preseason. Das ist, so, jetzt habe ich auch noch mal kurz in die Kommentare geguckt. Das mit Franz Beckenbauer ist so eine Sache, ne? Franz Beckenbauer spielt da ja jetzt nicht mit. Aber nun gut. So. So, jetzt bin ich mal mutig. If you need to open things up, Russell Wilson can get it done. So, und gib ihm. And it's knocked away and incomplete. Philip Dorsett, the intended receiver. And that'll bring up second down. I usually hesitate when I say a guy's got world-class speed, but this guy might. So let's fire the starter's pistol. Let's go. If you've got him, you've got to try and use it. A lot of anticipation with the ball in the air, but no, incomplete. Na, auch nicht gut. Oder doch, den habe ich gekriegt. Wow. Aber wie? So. Das sieht doch mal schön aus. Wunderbärchen.
So, nächsten. So, kriegt er den jetzt? Jawoll, ja. So macht man das. Ah, nochmal schön die Wiederholung. Ja. Ja, also das sieht doch mal. Ne? So. Und, damit ich hier keinen Abzug kriege, ihr könnt jetzt entscheiden, ja, ich habe ein Tor geschossen, ne? Das nennt man hier Touchdown. Aber ihr dürft jetzt entscheiden, ob ich kicke oder die 2 Punkte, also 1 Punkt versuche durch die Torstangen oder 2 Punkte, um nochmal in die Endzone zu kommen. Das dürft ihr jetzt vollkommen frei entscheiden. Torstangen hört sich geil an, also das, was ich so überhaupt nicht kann. Noch irgendjemand? Sonst entscheidet der Tim das jetzt. Ja, immer noch nicht Fußball, aber okay, dann schieße ich jetzt, aber wie gesagt, mal gucken wir mal, ne? So, ja, gut, dann schieße ich den Ball jetzt. Ah, ja, ja, das, was ich so überhaupt nicht kann, Leute. So, mal gucken, ob ich treffe. Oh, ich glaube, ich habe sogar getroffen. Ey, Leute, ey, das, ey, oh. Leck mich am Arsch. Michael Dixon to kick off for Seattle. Ah, fuck, der geht vom. Oh, ist. Ah, nein. Ah, so ein Dreck. Ah, Leute, so ein Dreck, ey. Nee. Ja, komm, wir waren gerade relativ gut mit dem Mellenblitz, dann machen wir das nochmal, ne? Wie heißt das noch so schön? Mach es so lange, wie es funktioniert. Na. Aber es funktioniert ja sowieso meistens, ne? Nicht so, wie es soll. Zumindest bei mir. So. Ach, nee. Nein! Holt den runter da! Verdammt! Ah! So, da mir jetzt, wie gesagt, die Kommentare nicht vorgelesen werden, ne, gucke ich immer zwischendurch drauf, aber wundert euch bitte nicht, dass ich nicht immer drauf reagiere. Das hat so gut funktioniert die letzten Male. Gut, dann machen wir das jetzt anders. Dann machen wir Cover 2. Position after the big play inside the 15 now as they come up on first and 10. So.
Touchdown, ich werde wahnsinnig. Ja. Das hat mal nicht so funktioniert, wie das sollte. Ich hab den nämlich ich hab den nämlich noch reingeschoben. So eine Scheiße hier. Ja. Through, and that makes the lead 10-7. Just a four-play drive that time. And it ends with a loss. So, jetzt darf ich gerade alles machen. Noch muss ich nie auf Zeit spielen. Gleich vielleicht, aber nicht jetzt. Ah, so ein Dreck. Following the touchdown, ready to kick it away is Carlson. That'll be taken about a yard deep. And he's going to be taken down on what will be the final play of this first quarter. 10-7 our score after one right here on EA Sports. Seahawks 7. So. Komm, machen wir mal hier ein paar Läufe. So ein Dreck und jetzt gleich Helm runter. Ja. Na! Okay. Das war schön gedacht, aber nicht ganz so gut aus. Wie heißt das? Nicht so gut ausgedacht. So. So. Und jetzt wieder Helm runter und lauf. Ah, verdammt. Ja. Ja, ich sollte Zielwasser dazu trinken. Vielleicht, ja. So, ein bisschen Zeit von der Uhr nehmen hier. So. Na. Okay. Ich bin untergegangen. Oh. So, jetzt werfen wir mal wieder. Das reicht mir jetzt hier. So. So. Machen wir mal wieder die weiten Würfe. Ah. War nicht ganz so gut. Eventuell. Oder doch, ha. Habe ich gerade gar nicht gesehen, dass er... Ja, scheiße. Dann muss ich den jetzt schnell werfen. Okay. Der war definitiv nix. So. Ja, machen wir doch. Oh, gehabt. Ja, geht doch. Warum nicht gleich so?
get down near the goal line, this is where having a sure-handed tight end becomes a luxury, and it pays off big time, especially when the defense sells out against the run. They find himself open for an easy touchdown. So. So, ihr dürft wieder entscheiden, kicken oder laufen. Ja, wie gesagt, ihr dürft jetzt entscheiden. Also, ich kriege das alles schon mit, zumindest im Nachhinein. Schießen oder laufen jetzt hier. Los, zack, zügig. So, ja, also gut, dann kicke ich mal wieder. So. So. Oh, wenn ich den jetzt treffe, ne? Leute, ich glaube, den habe ich nicht getroffen. Also, ich habe den Ball jetzt nicht gesehen, aber... Oder? Sieht... Oh, doch, ich habe ihn getroffen. Oh, Wunder. Oh, Wunder, ich habe ihn getroffen. Weil Leute, ihr hört das Spiel zwar, aber und ich habe wieder verkickt. Ich krieg die Krise. Ja, auf jeden Fall, ihr hört die Musik. Ich, nur damit es keine Rückkopplung gibt, zocke übrigens ohne jeglichen Ton. Gerade. So. Jetzt aber. CD, you take a look at this draft class from this offense, and they win defense with their first round pick. Yeah, and you and I both know there were a lot of good players on that list, but this was a defense that was in need of an infusion of youth and speed, and that's what they got. Now contact up front. Oh, scheiße. Wie dämlich bin ich denn? Ja, ist ja. Boah, wie dämlich ich bin. Mein gutes Spiel jetzt gerade. Ah! Ich habe jetzt gerade gut verteidigt und dann mache ich so eine Scheiße. So, jetzt aber. So many teams want to throw the ball in this situation nowadays, but I love watching a team that has enough confidence to go ahead and run the football in that situation. So, jetzt hier. Ah. Also, wie gesagt, in der Defense bin ich eigentlich eine Nullnummer. Ich bin definitiv die Schießbude der Liga, wenn ich die Leute steuere in der Defense. So. Jonathan Coachman, and have a look back at our first half, as well as a look ahead to what's coming up later this weekend. And this one drops incomplete, but I think the defense jumped. And that one was relatively easy to see. I noticed that. Take a whole lot, does it? Sometimes you get multiples. What I always love on these offsides is when each side points at the other. Hey, you did it. No, you did it. They deciphered that one correctly. Here's a second and five now after the offsides penalty. They'll try to Mario. So. And this is caught by Whitney. So. Gut. Erledigt. A little shy of the 35 at the 36. 7 yards there and a first down. So, die erste Halbzeit haben wir jetzt gleich schon gespielt.
und Wunder. Wunder. Ihr könnt mir ja mal eben reinschreiben, wollt ihr gleich die Ansprache in der Halbzeitpause hören, ja oder nein? So, und komischerweise führe ich gerade noch mit 4 Punkten. Yeah, abgefangen! Leute! Ich hab den Ball abgefangen! Leute, ich hab den Ball abgefangen! Guckt euch das an! Yeah! So. Jetzt muss das hier aber ziemlich zügig gehen. So. So. Wobei, ich habe noch 3 Auszeiten, ne? Muss eigentlich nicht unbedingt zügig gehen. Aber... Fup. Yeah! Yeah! So. So simple math here, the first half they've had 3 drives offensively and they have scored every time and they've got the lead. Well, whenever we talk about adjustments, we usually talk about an offense making adjustments, right? This is all about the defense. They've got to figure out some way, somehow to slow them down. Do they blitz a little bit more? Leute, wie immer, kicken oder nicht? Okay, wieder kicken. Alles klar. Gut, da der Andi gesagt hat, wir sollen laufen lassen, die Halbzeitansprache gleich, dann werde ich das tun. So. So. Jawohl, ja. Und mal gucken, treffe ich wieder? Ich glaube, ich hab getroffen. Leute. Ihr bringt mir Glück. Ich darf nur noch Madden spielen, wenn ich mit euch zusammen hier sitze. So. Und jetzt, ich hab endlich mal wieder einen Kickoff richtig gut gemacht. So, wie viele Sekunden habe ich jetzt noch auf der Uhr? 45, gut. 45 Sekunden. So, wieder Cover 2 hier. Wie gesagt, Defense spielen ist nicht so nur so unbedingt meins. Na! Fick dich, geh runter da! Timeout, jetzt nehmen die einen Timeout. Ey, Leute. And this one complete to Waiton over the middle. And he'll be
Jetzt nehmen die schon wieder ein Timeout. Ich krieg die Krise. Leute, so, fick dich. So, natürlich nehmen sie jetzt ein Timeout. Ich hab's geahnt. So even though it's first down, here's the field goal unit on now to try to get three before halftime. From the left hash, this from 53 yards out. And this won't get there. Der ist mal ziemlich hart daneben gegangen, oder habe ich das jetzt nur falsch gesehen? Ja, der scheint ziemlich daneben gegangen zu sein. Aber das sehe ich ja definitiv erst, wenn ich wieder den... So. Ne, der ist definitiv daneben gegangen. So. So. Okay, Brandon, thanks very much. Back to you guys in just a minute. As we've started the countdown to opening night, three more weeks of preseason action follow this, and then we get it all started less than 1 month from tonight. In our game, most of the starters have made their cameo and departed, but plenty of youngsters out there with a lot to gain or lose as we get you right back out to Brandon Godden. All right, coach, thank you, and we welcome everyone back for quarter number three. Daniel Carlson. Probably not likely to see many starters in the second half as we get back at it underway in this preseason opener. Oh, wir sind schon wieder dran. Leute, hab ich gar nicht gemerkt. Wir sind schon wieder dran. Naja. Passiert. Na, passiert. Also, ne, Andi, dass du mich gerne ärgerst, alles gut, ne, so. Aber ich, ohne Scheiß, dass ich jetzt, so führe, wie ich führe, bin ich echt nicht von ausgegangen, weil auf Pro haben die mich bisher immer ziemlich vermöbelt, muss ich sagen. Da habe ich zu dem Zeitpunkt habe ich da meistens echt schon mit 40 Punkten Rückstand gesessen. So. Na. Und dass ich jetzt, wie gesagt, führe mit 11 Punkten. So. Jetzt. Ist der durchgegangen? Yeah, these one-handed catches, that was great, and they're fun. They become a little more ho-hum. So, jetzt hier aber. Oh. Nein, nicht, nein. Okay, dann müssen wir das jetzt wieder anders machen. Sweep. Sweep-a-dee-deep, deep-deep-dee-deep. So. So, und alle up, alle up, alle up, alle up, alle up. Ja, komm, komm, komm. Ah, verdammt. A strong run by a strong runner in Carlos
time. I like how you just characterize him, because that's him in a nutshell. And you saw it there on that run. His ability to continually move forward and the legs always change. Yeah, yeah, go, 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 so. Well, partner, that was another explosive run, and one thing I've learned in our time in this game, yes, the offensive line has to get a lot of credit, but for big runs, so macht man das. The wide receivers have to block well downfield. And then you have to have a good guy carrying the ball too, right? Oh, without it. Natürlich lasse ich euch wieder entscheiden. Bitte entscheidet euch jetzt. Okay, kicken. Gut. Okay. 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 Okay, dann kicken wir jetzt wieder. So. Konzentration. Na, ah, verdammt. Oh Gott. Oh, was war das denn jetzt? Kann mir das mal einer kurz erklären, wo ich den da hin geschossen hab? Michael Dixon, the kickoff for Seattle. Das tut ja nur schon beim Hingucken weh. Der Kicker muss sich doch heftig in den Arsch beißen. So here comes the Raiders offense getting ready for their first possession of the second half. Ah, nee. A little bit frustrated about that last drive, missed field goal. Always hurts a team because, you know, you've put something out there. So. Jetzt wieder die Aufgabe, die ich nicht so gerne mache. Ne, Leute. So, jetzt. Na. Na, oh, geht doch. War zwar nicht ich, aber geht. Well, we talk all the time about playing situational football. Right now, I think the scoreboard is dictating what they need to do. Where they are in this game, they've got to push the ball downfield, take their shots. So. Chunks of yardage in a short amount of time. That was a nice play there. Flag comes in. This might be a free so. Play. Ja, komm. So, geht doch. Na, natürlich liegt da eine Flagge. Und wahrscheinlich gegen mich. Wette? Oder? Ja, natürlich gegen mich. Wie sollte es auch nicht so sein? Give him 5 yards there, that will bring up second down. Offensive linemen love creating space for their guys carrying the ball, but when that guy also breaks tackles and creates extra yardage, they almost feel like he's one of them, and they really embrace him. So, jetzt komm. Jetzt muss hier aber mal... Oh? Der hat ihn noch gekriegt? Echt? Ist das zum Kotzen? That certainly has to feel good. It's not all the time that the play caller should get all the credit. Sometimes I think in the huddle the quarterback just says, hey, who's gonna make a play for me? I just need something right here. And the end result there, nice first down, drive keeps moving. So. Mariota now to throw on first down. Over the middle, so. It's incomplete. Ach, ja. Mhm. Auch mal merken, wann Spielzeug vorbei ist. Wäre so geil. So, jetzt hier. Na! Und der kann laufen! Was ist denn das?
Rutschen vier in dem vorbei oder was? So. Jetzt wird das hier eine schöne, lustige Nummer. Ja, komm jetzt. Na, ist klar. War klar. War klar. Aber hey, ich führe immer noch mit 10 Punkten. Also, noch mit 11, aber ich gehe nicht davon aus, dass ich den Kick blocken kann. So. Taken in at the three. Legs still churning like a giant pinball. The Seahawks take over first and 10 at their own 26-yard line. The Seattle offense now set to come back out on so. This now a 10-point game, so things tightening a little bit. Ah, sollen wir nochmal rennen? Ja, komm, wir rennen nochmal. Wir haben das gerade so schön gemacht. Für den nächsten Spieltag könnt ihr euch ja mal überlegen, was wir machen. Was war das denn jetzt? Hallo? Hallo, was war das? Ja, komm. So. Laufen oder werfen? Gut, werfen. Werfen. Okay. Play. Second and 10 at the 26-yard line. Werfen. Werfen. Gut. Dann machen wir doch mal direkt wieder die langen Bälle, ne? Wenn der Inhaber schon Andy Live heißt, ne, dann machen wir da auch mal das, was Andy Live sagt. Aber dann, wenn auch richtig. Okay. Letztes Viertel jetzt. Zunächst. So, jetzt geht das hier los. Ich glaube, ich habe ihn gehabt. Sagt jetzt der Blinde, ne? Wir machen natürlich noch weiter, wenn ihr wollt. Also noch weitere Spiele. Habe ich den auch gehabt? Nein, den habe ich nicht gehabt. Okay, den habe ich nicht gehabt. Ja, den laufe ich jetzt rein. Wobei, ja doch, den laufen wir jetzt rein. Swings, slants, quick outs, things that they consider safe. A good
So nah kann ich den jetzt nicht mehr werfen. So, und damit habe ich den Touchdown. Boom! So, und wie immer, kicken oder nicht? Ja, also Tim, bist du der Einzige, der noch was bestimmen kann? Gut, dann, ne? Machen wir doch mal den Kick. So. Treffe ich den jetzt? Wow, den habe ich getroffen. Oder? So sieht das doch mal nach was aus hier. Den scheine ich getroffen zu haben. Ah, ja, doch. Den scheine ich getroffen zu haben. Wären sonst nämlich... Ne, warte mal. Oder? Drei. Ne, den habe ich dann nicht getroffen. Okay. Ah, passt schon. Und übrigens, Tim, ne, wenn wir Regeln und sowas mal klären, wenn du sowas mal erklärt haben willst, gar kein Ding. Na, zu langsam. Egal. Wir machen die AF School. Fangen wir jetzt nächste Woche wieder an. Gucken wir mal, ob wir das live machen. Aber wenn das Interesse da ist und der Philipp da auch Bock drauf hat. So, ach. So, jetzt komm. So. Jetzt wird das hier richtig lustig, gleich noch. Na, so. Jetzt hier. So, jetzt hier. Ah, komm. Ist das denn zu fassen? Ah. Leute, und sowas meine ich. Sowas meine ich hier. Ah, nervt einfach nur. Make sure you keep your eyes moving, scan the field, and here he finds the open guy for a nice pickup. So from Seahawk territory now, it's first and 10 so. At the 35-yard line. So. Alle up. Naja, war nicht ganz so gut, aber... Naja, muss man halt auch alles mal gehabt haben. Aber wenn ich das jetzt gewinne, ne, dann...
Das würde mich extrem wundern. Zwar, ja, das war mal nix, würde ich sagen. Also für mich schon, aber nicht für den Gegner. Weil, soweit ich das gesehen habe, war da keiner. So. Nur noch 2 Minuten bei dem Spiel. So. Ja. Komm. Ich glaube, den habe ich auch gekriegt. Ja. Sieht so aus. So. Damit, ja. Und da ich jetzt wieder Zeit von der Uhr nehmen muss. Laufe ich das Ganze. Power Runs jetzt durch die Mitte, einfach Kopf runter und gib ihm. Damit sind wir noch gleich knapp eine Minute. Jetzt kicke ich den erstmal von hier hinten weg. So. Jo, dann gehen wir einkaufen, Tim. Dann sehen wir uns gleich. So, nee, aber für euch anderen kann ich ja dann mal weiter labern hier. So. Ja, jetzt nehme ich auch noch Timeouts hier. Das ist, ne? So. Ja, fick dich doch. Das ist nervig, ist das. Ich glaube, der ist ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ach ja. So. Und damit habe ich das Spiel gewonnen.
adjustment with their confidence. To give up that many points, even if you win a game, that can hurt you. So, aber sind ja nur Preseason-Spiele. Ne? It's a win for the Seahawks here as we say so long from Seattle. So.